So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Crusader Kings 3 vom Allerfeinsten. Ich begrüße euch. Heute geht's fleißig weiter mit unserem doch so schönen Vorkönigreich. Na, noch so weit sind wir nicht. Wir schauen mal. Unsere beiden schönen Provinzen, ihr kennt die ja mittlerweile, Rostock und Rügen. Heute wollte ich mir ganz gerne mal anschauen, wie das aussieht mit der Thematik Überfall. Ich denke, wir werden das doch mal machen. Neustrelitz kann ich überfallen. So, also. Und zwar, ich guck mal ganz kurz durch. Hier kann man das ja nicht machen. Führung durch Ratsmarschall. Diese Grafschaft profitiert immens von der Aufmerksamkeit des Ratsmarschalls des Reiches. Schön, schön. Brenner. Wir wollten ja sowieso, wir machen gerade einen Anspruch gegen das Königshaus, ach Königshaus sage ich, ein König ist eher nicht, Häuptling, gegen den Häuptling von Brenner. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. So, alle Räuber ausheben. Wie kriegen wir das denn zusammen? Wir machen das mal, wir gucken mal. Das sind unsere Jungs, die dann da drin sitzen. In der Armee. Bin ich ja mal gespannt. Immer überfallen. Diese Armee wird automatisch jedes Besitztum überfallen, indem sie anhält. Okay. Kriege können wir auch 6 erklären. Alles klar. Dann haben wir die Enzyklopädie. Das haben wir immer bei Spielstart. Ich habe jetzt gerade wieder losgelegt. Und Ratschlag. Was war das denn? Du bist gestorben und eine Nachfolge fand statt. Öffne diesen Ratschlag, um eine Erklärung zu erhalten, sowie ein paar Tipps zur Planung zukünftiger Nachfolgen. Okay, das ist immer interessant. Gucken wir ganz kurz mal. Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, keine Sorge. Euer alter Charakter ist zwar tot, doch Crusader Kings 3 ist ein Spiel, in dem es um Dynastien geht. Da der Erbe eures Charakters derselben Dynastie angehört, steuert ihr nun ihn. Der Tod ist ein natürliches Teil des Spiels und ihr werdet oft als euer ältestes erbberechtigtes Kind gemäß der Nachfolgerechte eures Reichs weiterspielen. Um eine sichere Nachfolge zu gewährleisten, solltet ihr mindestens 2 Kinder haben, wobei das zweite als Ersatz dient, falls ein bedauerlicher Unfall das erste ereilen sollte. Im Nachfolgefall verliert ihr unter Umständen einige Titel eures vorherigen Charakters. Keine Sorge, ihr habt weiterhin Ansprüche auf alle Titel, die ihr verliert. Ja, klar. Ja. Aber man möchte ja wachsen. Und das ist uns ein bisschen verwehrt geblieben, die ersten Jahre. Wachstum. Unser misslungener Krieg gegen Wolgast. Ja gut, gegen Wolgast selber. Früher haben wir ja sogar gewonnen noch mit seinem Vater. Den guten Uldrich, genau so hieß er doch. Aber der wurde so stark verprügelt, dass es dann schnell ein Ende mit ihm nahm. Und dann sind die Nordmänner eingefallen, ne? Aus dem Norden von Norwegen. Hier, der verrückte Hålogaland mit seinem Vetter, dem Jarltum von Jämtland. Also das, naja, wir gucken mal. Die Wikinger da oben, ne? Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier diesen Überfall auf die Kette kriegen. Bin mal gespannt, wie das aussieht. So, wir lassen mal kurz ein bisschen laufen. Vielleicht gibt es ja so ein bisschen Erfahrung sogar für die Jungs. Wir probieren das mal. Aber zu viele Männer will ich halt auch nicht verlieren, weil es steht wirklich ein Krieg an, um uns eine zusätzliche Provinz zu geben. Wir probieren mal. Wir gehen mal. Oh, hier hat sich auch was vergrößert. Ostfrankenreich hat sich hier vergrößert. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht bald hier komplett annektiert werden. Oh. Wir sitzen hier so ein bisschen am Zipfel, ne? Okay, dann gucken wir doch mal. Wir gehen mal hier rüber. Ob wir hier jetzt wirklich plündern und brandschatzen können. So. Es ist kein Krieg. Es ist ein einfacher Überfall. Und es gibt wahrscheinlich durch Beute 3 Dukaten. Super. So. Das war's. Anscheinend.
Wer kämpft da schon wieder? Wir gehen mal eins weiter. Können wir auch die Ostfranken plündern und brandschatzen? Oder kriegen die das mit? Oh, zum Glück dürfen unsere Armeen dürfen passieren. Die werden nicht in den Krieg hier reingezogen. Komm, wir gehen auch mal auf den Stamm von Rupin. Was ist das? Bewegung führt zu 100 Verlusten. Hier auch. Hier auch. Da oben nicht. Woran liegt das jetzt? Wahrscheinlich am Herbst, ne? 100. Ist mir zu teuer. Ich will eigentlich gar keine Verluste hinnehmen. Wir lassen das mal. Wir haben jetzt ein bisschen gebrandschatzt. Ich sehe jetzt leider nicht, dass wir hier viel eingenommen haben, aber das ist ja nicht schlimm. Wir lassen das mal so stehen. Da. Ah, abgeliefert. Du musst wieder zurücklaufen. Eure Plünderer bringen euch 3 Dukaten und 3 Prestige an Beute und Ansehen. Ja, schön. Okay. Dann lasse ich das mal so. Man könnte jetzt noch mehr plündern gehen, aber ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Und dann löse ich die Armee wieder auf. Okay, sehr schön. Ein Ratschlag. Wer ist er denn? Ich schlendere durch die Marktstädte von Arkona und eine schwere Geldbörse zieht meinen Gürtel nach unten. Wie setze ich diese Münzen am besten ein? Ja, weil ich halt sparsam bin anscheinend. Aha, der Obotritia. Ich bewundere die Waren eines örtlichen Juweliers. Herausragende Intarsien sind eine solide Investition. Als mein Stiefvater. Ja, genau. Da habe ich ganz vergessen. Stimmt ja eigentlich. Er ist ja mein Stiefvater. Häuptling Viscovi plötzlich an meiner Seite steht. Darf ich euch einen Ratschlag geben, mein Fürst? Seht euch die Schmiede dort drüben an. Seine Waren mögen einfach sein, aber das Potenzial ist überwältigend. Ups, Moment, wir gucken uns das mal an. 20 Dukaten ist jetzt nicht so viel. Monatliches plus 5%, Besitztumsteuer plus 10. Eine Juwelierswerkstatt, ich investiere in die Schmiede. 20 Dukaten. Ah, mein Freund, aber ich will den ja noch erobern, den Kollegen hier. Armeeunterhalt 10%, auch nicht schlecht, ne? Und 25%, ich verliere auch, das ist Risiko. Ich glaube, ich würde sagen, wir nehmen die Juwelierswerkstatt. Zum einen möchte ich keine nähere Freundschaft mit dem Miss Curry, mit meinem Stiefvater. Und zum anderen ist hier die Chance auf Verlust vorhanden. Und das möchte ich nicht riskieren. Zurzeit. Wir haben schon noch nichts gewonnen, so muss man sagen. Klar, ein bisschen Zeit. Die nächsten Erben sind da, aber so richtig, sag ich mal, so Titel und Land. Und da möchte ich eigentlich jetzt den sicheren Weg gehen. Versuchen zumindest, den soliden Weg zu gehen. Also nehmen wir das. Ich denke, das bringt uns dann auch noch was. So. Da, meine nächste Schwester ist tot. Das ist aber meine Halbschwester auch, ne? Mhm. Die gehen bei ihm alle hops. Es wird Zeit, dass das Bündnis bricht. Dann hätten wir ein gutes Ziel für einen Angriff. Gut. Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners, theoretisch, ja. Aber sie hat ja schon einen. Den Jaron, der wird ja schon unterrichtet von ihr. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den Rat noch ein bisschen pushen. Was haben wir denn hier? Ich setze mal den Jaroslav auf heimische Angelegenheiten. Und, ich habe hier noch gar nichts festgelegt von ihr. Oh, das schon ein paar Jahre nicht. Wahrscheinlich steht es auch schon in den Kommentaren.
Bildung plus 6, Ränkespiel plus 1, Verwaltung plus 1. Nehmen wir das mal. So, Häuptlingstum von Vanavia, das passt soweit. Die macht Ansprüche. Was können wir hier noch machen? Mehr Entwicklung in Gemeinden, Steuern eintreiben. Lass mal mit den Steuern das mal. Wir gehen mal auf Geheimnisse aufspüren, und zwar in Rügen. Okay, das passt. So. Ja, ansonsten. Ja, Kriege. Das nächste ist wirklich ein Krieg. So, dann würden wir aber schon mal schauen. Ich hab sorgsame Pflege für 5 Jahre erhalten. Massiver Bonus. Okay. Rostislava. Sehr schön. Wo ich sagen würde, ich würde ganz gerne ja mal schon nach einem Ehepartner für unseren Jaron suchen. Vielleicht, ja gut, ich denke, es reicht, wenn wir das machen, wenn er volljährig ist. Ich denke, das reicht. Wen haben wir denn noch im Rat, der richtig gut ist? Ich denke, die Srizia kann auch unseren Jaron ausbilden. Und der Frantisek in Kriegskunst. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine gute Idee, dass er ein paar Jahre bei ihm zur Schule geht. Trotz all unserer Mühen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse ausspüren können hier am Hof. Komplotte stören. Ja, mach mal weiter. Er kann ja noch weiter suchen. So, Geld ist da. Prestige ist auch da. Jetzt gucken wir doch mal, wie weit wir hier mit dem Gebäude sind. Die Hälfte, ne, ist durch. Ich weiß nicht, ob ich. Oh, sie ist schon wieder schwanger. Rostislava ist erneut schwanger. Das ist spannend. Das ist spannend. Wie man das mit der Erbfolge machen wird, sowieso noch ein ganz heißes Thema. Das weiß ich noch überhaupt nicht, wie man da das sinnvoll erledigen. Ja, wir können kein anderes bauen, weil momentan gebaut wird. Warum wir nur noch 1,7 Prestige haben, ist ärgerlich. Okay, das nächste. Aufgebot Verstärkungsrate 100. Goldene Pflichten. Ich gehe mal auf rasch bauen, weil das nächste ist, was wir machen. In der Baronie Arkona. Stamm ist das, ne? Grafschaft. Genau, das ist schon eine Grafschaft. Das passt schon. Also er findet nichts. Okay, dann machst du auf komplette Stirn. Wenn er keine findet, dann machen wir das so. So, wie sieht's denn hier aus? Wir beobachten nochmal den Kollegen. Sollen wir den mal plündern gehen? Machen wir doch mal. Auf geht's. Vielleicht holen wir da auch noch was höher. Gucken wir doch mal. Ah, unlängst geplündert. 14. August 881. Boah, das ist ja ewig. Dann probieren wir es. Na, verlieren wir wieder Männer. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Schade. Hätte ich gern gemacht jetzt. Ist auch eine schöne Provinz hier, ne? Ja. Okay. Prestige ist da, Geld ist da. Jetzt wird's interessant. Erneuerung des Patronats. Nach 5 Jahren sind die Mittel, die ich meiner Gärtnerin Stanislava als Lehnsspende zur Verfügung gestellt habe, zur Neige gegangen. Ich kann mich nun entscheiden, ob ich mein Patronat um weitere 5 Jahre verlängere oder sie ziehen lasse. Ja, wieder makellose Gärten. Wieder Prestige plus 1. Ah, da ist das Prestige hin. Oder was haben wir hier? 5 Jahre. Da verliere ich nochmal 10 mehr.
Wir verlieren sogar makellose Gärten. 1-0. Dann haben wir nur noch 0,7. Okay. Ja, es ist halt auch teuer, ne? Ein bisschen Geld sparen sollten wir ruhig. Müssen wir trotzdem gucken. Was ist das? Müssen wir nur schauen, dass wir hier da wieder rankommen an so Prestige. So, wieder Neustrelitz. Ist das durch? Wir können wieder Neustrelitz plündern. Okay. Interessant. Ja, bei so vielen tüchtigen Söhnen. Aber wir schauen mal, wie das aussieht mit unserer netten Partnerin. Sie ist wieder schwanger. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Das geht auch relativ zügig. 7, 9. Ja, wir brauchen mehr Titel, ne, damit wir besser verteilen können. Oh. Zvitoslav soll er heißen, mein dritter Sohn. Wir nehmen einen anderen Namen. Wir nehmen einen anderen Namen. Das ist der dritte im Bunde. Mein lieber Schieber. Also das ist schon spannend, wie wir die noch verteilt kriegen, die Jungs, auf die ganze Welt. ein guter pommerischer Name. Wir gucken mal. Oh ja, das geht auch. Versuche mich so ein bisschen daran zu orientieren, was vorgeschlagen wird. Also jetzt wächst der Baum. Können wir da mal reingucken in die Dynastie? Da haben wir es. So. Hier sehen wir das. Hier hat es angefangen mit Uldrich. Oh, Moment. Passiert da irgendwas? Nö, nichts Wichtiges. Moment. Dann hat es angefangen. Dann hat er hatte zwei Schwestern. Eine von ihm. Aber es werden bloß die. Ja, es werden bloß die direkten Blutsverwandten angezeigt. Und dann seine vier Kinder. Und dann geht der Baum mal richtig auseinander. Aus der. Die ist auch schon verstorben, oder was? Ne, die lebt noch. Aha. Das ist meine Nichte. Interessant. Wo bist die? In Stettina. Prachtstufe Obscura 2. Okay, gut zu wissen. Und dann meine vier. Wäre gut, wenn es noch ein paar Mädels wären. Für zwecks Bündnisse, aber okay. Lassen wir mal so stehen. Die heißt sogar Camilla von Bergen. Schwester von euch direkt. Okay. Weil von ihm. Aha. Interessant. Interessant. Sie hat. Da ist sie. Halbbruder von euch. Zvitopolek. Also er hat jetzt auch den, das ist auch mein Halbbruder, Bogislav. Was ist denn hier schon ein richtiger, wie sagt man, ein richtiger Familienstreit, ne, mit den Jungs aus ehemals Lübeck. So, da haben wir den Anspruch, das ist interessant. Okay, ist die große Frage, ob wir diesen Krieg vom Zaun brechen. Eigentlich müssten wir. Eigentlich müssten wir. Jetzt schauen wir aber trotzdem mal rein. Ist der denn abgesichert? Oh, der ist hier wirklich. Der hat überall Probleme, ne? Er hat auch zu viele Domänen, alles klar. Interessant. Wir haben ja noch ein bisschen was frei. Er hat jetzt Haupterbe, Tochter. Sie ist
auch schon derb angeschlagen. Entweder verprügelt er sie oder warum sollte sie sonst Probleme haben? So, diesen Titel nehme ich ihn gerne ab. Aber er hat auch... Er hat leichtes Fußball 300. Deswegen kommt seine Stärke daher. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben nur... Wir können das für 150 auf, aber wir brauchen lange, bis wir das wieder kriegen, das Prestige. Boah, sollen wir das wirklich probieren? Ich weiß es nicht, ich bin so... Wie soll man sagen? Ich bin ein bisschen ängstlich, was Kriege angeht mittlerweile. Ich bin ein bisschen ängstlich. Er war schon schwächer aufgestellt und 150 gebe ich auf keinen Fall aus. Für das Fußvolk, das ist mir zu teuer. Ich brauche Ewigkeiten, bis ich das wieder zusammen habe. Wir probieren's. In der Hoffnung, dass es klappt. Am Ende geht wieder einer drauf. Wäre halt nicht schlecht, wenn meine Söhne schon volljährig wären. Dann könnte ich die in die Armee stecken. In der Hoffnung, dass einer drauf geht. Nee, so ist aber nicht, ne? So ist es leider nicht. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Gut, müssen wir mit leben. Wie gesagt, ich finde ihn stärker. 713 direktes Aufgebot. Unseres ist 910. Wie gesagt, er hat halt noch diese leichtes Fußwerk. Er hat noch die die Jungs dort mit 300. Wenn sich mal sein... Vielleicht löst sich sein Reich auch irgendwann auf. Aber er ist auch erst 31. Also so prickelnd ist es auch nicht. Es ist wirklich auf Augenhöhe. Ne? Wirklich auf Augenhöhe. Obwohl er doppelt so viele Provinzen hat. Würde ich es ganz gerne probieren. Würde ich es ganz gerne probieren. Sollen wir nochmal die Räuber ausheben? Wir lassen nochmal unsere Jungs ausheben als Räuber. Und dann probieren wir den Krieg. Nächste Folge sind wir schlauer. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Van Bergen.